Hallo YouTube, hallo Internet und willkommen bei LS17 hier auf der Hof-Bergmann-Map. Dem Case geht es jetzt hier an den Kragen. Der wird jetzt verkauft. Das fällt mir gar nicht so leicht, weil... Ach, das ist die falsche Taste. Mal ein Blinklicht anmachen. Ich fahre mal am besten hier runter. Einfach aufgrund dessen, weil ich schon finde, es ist echt gut durchdacht mit der Aufteilung der beiden Drescher. Ne? Aber klar, am Anfang ist das noch purer Luxus. Kann man sich nicht unbedingt wirklich leisten, jetzt mit dem Unterhalt und so. Obwohl wir auf dem Wege sind, den werden wir natürlich jetzt verkaufen. Aber wir werden den Goldschatz heben. Wir haben hier eine Abstimmung angesetzt und dabei ist jetzt rausgekommen, 1% hat gesagt, ist mir Wurst, mach wie du denkst. Ne? Dann haben 13% waren dafür, dass wir alles abgeben und nur einen Finderlohn behalten. Und überwältigende 85% sind dafür, dass wir das behalten und aber für erneuerbare Energien einsetzen. Ne? Also jetzt nicht für einen Fuhrpark oder Schweine oder keine Ahnung, sondern wirklich das dann einsetzen für erneuerbare Energien. Okay, den anderen Punkt, den gab es nicht mit komplett behalten, weil das hat ich ein bisschen ausgeschlossen. Hat aber einige drunter geschrieben, hey, mach das doch, behalt die Kohle und setz es ein. Aber wir kriegen das auch so hin. Das ist auch viel spannender, ne, finde ich. Und ich meine, wenn wir so eine Windkraftanlage haben oder so, oder sei es, dass wir die... Komm, gib Gas. Sei es, dass wir Solarpanel kaufen, weil das Windrad kostet 1,2 Millionen. Haben wir auf jeden Fall schon mal im Hintergrund die laufenden Kosten abgedeckt, ne? Was ja auch nicht gerade unerheblich ist. So, ist also auf dem Weg zum Händler. Mit dem Schneidwerk hier kein Problem mit der Größe. Ich habe da gerade ein Déjà-vu, weil ich hatte genau das Charlie schon mal aufgenommen, hatte ich erzählt in der vorletzten Folge, wo es mir alles zerschossen hat. Und umso glücklicher bin ich jetzt aber, dass alles wieder läuft und ja, funktioniert. Da muss ich auch noch mal gucken, ich hatte ja so eine Idee mit dieser kleinen Plattform da zum hinten dranhängen, wo man halt ja, Mist und alles mögliche reinladen kann. Die wollte ich eigentlich dann für die Apfelplantage haben. Da meinte Kaya jetzt, das haut wohl nicht so ganz hin. Gucke ich mir nochmal an. So teuer war das Ding ja jetzt auch gar nicht. Und wenn nicht, können wir es ja für andere Zwecke vielleicht noch gebrauchen. Ich fahre falsch, ne? Habe ich irgendwie ein Gefühl. Nee, fahr es richtig. Alles gut. Korntank ist leer, Klappe ist zu. Ich nehme mal den Allrad hier raus, den brauchen wir jetzt nicht. Ja, es müsste so über den Daumen 150.000 geben, ne? Dann muss ich mal gucken. Ich meine, wir müssen da noch einen Baum fällen. Beim Schatz. Und dann nochmal schauen, was in der Nähe ist von den Teleskopladern. Und mit der Hand werden wir es wohl nicht ausgebildet bekommen. Ja, und dann ist noch die Frage, wie machen wir das? Das Loch, was entsteht, ich weiß nicht, wie tief das Ding ist, aber schütten wir es dann wieder zu oder schmeißen wir es auf den Anhänger? Aber gebrauchen kannst du das bestimmt auch nicht wirklich. Gucken wir mal. So, der Händler kennt uns ja auch schon richtig gut. Wir haben ja schon einige Aktionen hier gemacht. Moin! Ich lasse den mal hier stehen, ne? War ja abgesprochen. So, müssen aber das mal in zwei Teilen machen. Mal kurz aussteigen hier.
Hi. So. Da haben wir schon mal 15.000. Ja, und auch nicht zu verachten, das sind halt die laufenden Kosten, ne? Die wir jetzt hier mit abgeben. So. Hi. 157.000 haben wir jetzt. So. Wo ist jetzt der nächste Kramer? Das könnte fast der sein, ne? Ich glaube, sonst haben wir keinen weiter in der Nähe. Spinnerei, man ist ja nicht wirklich weit. Oder habe ich beim Landhandel noch einen stehen? Ich weiß es ja auch nicht. Lass mal. Ja. Den müssen wir auch noch wegbringen. Die Zeit stelle ich jetzt nochmal runter. So. Wo bin ich denn jetzt gerade? Am Hof. Etage. Ich meine, ich könnte auch den kleinen Traktor nehmen, so ist nicht, ne? Nee, ist dann wäre der hier. Soll ich das mit dem kleinen Traktor machen? Ich weiß nur nicht, ob der da so dran kommt. Ob der das hinkriegt. Du hast einfach noch eine Plantage. Einmal hier rüber zur Spinnerei. Ich will nur mal kurz angucken. Das ist er. Bloß falls wir dann wirklich einen Anhänger holen müssen, haben wir, glaube ich, ein Problem. Dann klappt das nicht mehr so, ne? Und wir sind auch nicht wirklich wendig. Ach komm, wir probieren es aber mal. Was soll's? Ne? So. Machen wir Anhänger mal ab. Dann auf zur Schatzsuche. Ich nehme mir noch ein Gewicht mit. Was haben wir hier vorne ja noch liegen? Wohl was ist, wenn das ganz tief ist? Da muss ich dann nochmal hin und her fahren. Ja, gut, ihr habt recht. Ich hab mir's gesagt. Da ist er. Und ich fand den Kramer eigentlich gern. Ich finde den toll. Ich mag den Kramer. So. Und wenn das Ding hier echt eh nur rumsteht. Ich meine, ich bringe ihn wieder zurück, weil wir kaufen ja. Hier könnten wir auch den Kalk kaufen. Wobei, andererseits würde ich gerne mal probieren, hinten vor dem Kalkfeld. Ob das nun kostenlos ist, wenn du da was holst oder nicht. Wäre auch nochmal interessant, ne? Wir müssen immer zur Spinnerei fahren und dann gucken wir nochmal detailliert. Wo das Ding ist, boah, sehr schnell. 41 km/h, mein. Wahrscheinlich unser JD nicht geschafft, ne? Obwohl du den noch ordentlich pimpen kannst, da geht echt noch was. Ja, dann kam wieder jede Menge Anfragen, obwohl wir jetzt schon. Kai hat, glaube ich, auch schon beantwortet. Und ich habe es auch im Video gesagt, es geht um den Autoload, ne? Von dem. Vom Black Sheep Modding. Hey, das war knapp. Vom Black Sheep Modding. Und der wurde umgebaut. Für unsere Zwecke, für die Apfelkisten. Ne? Und nochmal vielen Dank dafür. Das Problem ist, da war ein Mod-Ersteller dran, der hat ewig an diesem Ding gebastelt, ne? An dem 3D-Modell und. Wir sind wieder rangegangen, wir in Anführungszeichen, ein netter User. Warte mal, ich muss mal irgendwie gucken. Wir müssen hier schon mal anfangen zu suchen. Moment.
So, da ist ein netter User dran gegangen. Der hat dann den umgeschrieben. Ich kann euch den ja mal zeigen. Das kann ich ja mal machen. Denn ihr bekommt das Ding ja auch so, ne? Den kann man sich schon laden. Aber wie gesagt, der lädt halt noch keine Äpfel. Der ist unter, was ist denn der jetzt? Kipper. Oder? Ja, die Kisten meinte ich übrigens, die wollte ich nochmal probieren. Ist auch vom Black Sheep. Der muss doch. Nee, warte, das ist unter Ballentechnik. So, die Dinger sind das hier, ne? Und dass er sich jetzt hier richtig dran gesetzt hat, gebastelt, gemacht und getan für uns und hat das dann über einen Link, wo er dann sicherlich auch ein bisschen Geld für bekommt, so kleinen Obolus, dass er überhaupt dafür bastelt. Und jetzt soll ich kommen und sagen, hey, wir basteln was oben drauf und wer will, kann das Ding so haben. Wäre das nicht eine Mega-Sauerei ihm gegenüber? Meinst du nicht, dass er dann hier sagt irgendwann so, weißt du was, leck mich am Arsch, ich behalte meine Mods für mich, ich kriege da sowieso nichts für. Wenn der andere Nutznießer kommen halt einfach, ne? Und ich glaube, das muss einfach jeder verstehen, das ist auch nicht schwer zu verstehen und bitte lasst dann halt die Anfragen in der Richtung. Ich werde den nicht rausgeben, okay? So, jetzt müssen wir mal suchen nach dem Schatz. Da gab es ja auch viele Hinweise. So, hier die Spinnerei, wir sind jetzt da. Also vielleicht zwischen der Spinnerei, na, am besten hinter der Spinnerei rechts rein, würde ich sagen. Kommt gerade nichts. Das ist nicht böse gemeint, das ist auch nicht arrogant gemeint oder irgendwie was. Es versteht das nur, es wäre so mega unfair dem Mod-Ersteller gegenüber. Das kann ich einfach, das kann ich nicht machen. Das, wenn ihr das unter Freunden macht, im ganz kleinen, gezielten Kreis, okay, aber selbst wenn ihr das da macht, ne, weil das einer von euch kann oder umgebaut hat, dann behaltet immer im Hinterkopf, da hat sich einer viel Mühe gemacht und fangt da nicht an, wild rumzuverteilen oder das Ding selber gar online zu stellen, weil das ist dann schon kriminell. Ne? So, wir müssen jetzt hier irgendwie rein. Ich habe auch die Motorsäge dabei. Ich glaube, ich gehe nochmal gucken, wie tief das Ganze ist. So, wer hier dazwischen kommen überhaupt. Ist ja gar nicht so einfach, hier das Bergungsgerät hier hinzubekommen. Ne? Das ist jetzt der Baum. Die Frage ist, ob wir den überhaupt wegnehmen müssen. Das sieht ja auch ein bisschen komisch aus, ob man den überhaupt wegnehmen kann. Ich glaube, den kannst du gar nicht sägen. Doch. Kannst du doch. Aber andererseits haben wir jetzt den Stumpf dann auch da stehen, ne? Bringt vielleicht auch gar nichts. Dann buddel ich einfach mal so. Mit Anhänger. Ne, ich mach's jetzt ohne. Wir schütten das Ganze zurück. Das ist von der Logistik her einfacher. Ich muss jetzt nur mal gucken, wie wir da vernünftig hinkommen, ohne uns hier die Maschine kaputt zu machen. Da muss ich auf jeden Fall jetzt mal hochfahren. So. Denke ich auch mal aus. Ist ja alles ein bisschen illegal. Obwohl, nein, ist mit Genehmigung der Stadt YouTube. Denn den hat mal unser Opa vergraben. Damals wollte er noch den Schatz verstecken. Vor der sich scheiden lassenden Ehefrau. Das stimmt. So, ich versuch's mal. Ja, zumindest nimmt er hier was auf. Und die Frage, sehe ich das dann? Ich muss auf jeden Fall mal Allrad reinnehmen. Sieht man das Gold dann rechtzeitig oder war das jetzt schon?
Gedanken. Warte mal, wohin damit? Na, dann eher auf die Seite, oder? Also ist so eine geile Aktion. Ich finde das so klasse, diese Idee. Ich bin gespannt, ob wir auf der richtigen Seite buddeln oder ob wir dann nachher nochmal woanders von anderer Seite auch noch buddeln müssen. Ich muss schon mal den Arm ein bisschen verlängern. Ja, ihr seht schon, es ist schon eine holprige Sache hier, ne? So. Ich hätte natürlich auch versuchen können, einen Kipper hier reinzukriegen, aber man hätte es dann in den Kipper und dann einfach zurückgekippt. Aber dann machst du hier mehr kaputt in der Flur wie alles andere. Hier ist gerade festgefahren. Jo. Noch sehe ich nichts blitzen. Ich hoffe, es war keine Verarsche und der ist nur bis zum Tag X oder so. Ja, ein Radlader war hier auch nicht verkehrt gewesen. So, müssen wir wieder nach hinten kippen, nicht, dass wir uns hier noch alles zumachen. Das ist eine Aktion. Ich dachte immer so ein, zwei Schäufelchen und dann blitzen die ersten. Ich guck mal eben, dass ich da irgendwie gleich aus Versehen was hier mit, ne? Ne? Sieht man jetzt bisher noch nichts. Gold! Das Blinklicht lasse ich aus, wir wollen ja nicht hier noch Schaulustige anlocken. Das wirft immer so viele Fragen auf. So. Jetzt mal nach hinten schmeißen. So einigermaßen gleichmäßig hier mal wegmachen. Aber der Kramer schlägt sich hier echt gut, ne? Würde ich sagen. Super handlich. Ja, mit dem Traktor wäre es, glaube ich, schon ein bisschen schwieriger geworden. So, jetzt auch wieder ein bisschen weiter nach hinten.
Seht ihr schon was? Ihr Stelle ist ja richtig. Das war ja, ist ja voll auf dem Kreuz. Aber ob die Schatzkarte richtig ist? Ich würde mich auch schon aufs Windrad freuen, weil ich hatte jetzt noch nie eins und hatte zwar öfter schon mal Projekte, wo es dann dahin gehen sollte, aber dann haben wir dann doch vorher irgendwie... das nicht mehr erreicht auf der Map. Da müssen wir noch schön Platz suchen, ne? Wo das denn da hin soll. Da könnt ihr auch gerne mal reinschauen, wenn ihr einen Tipp habt, mal so mit Feldangabe oder so, also was in der Nähe ist, wenn ihr da irgendwie eine schöne Anhöhe habt, dann ruhig mal sagen. Oder wollen wir uns eher Richtung Hof aufstellen, dass wir das Ding auch dann immer so im Blick haben, wäre natürlich dann auch schön. Genau, mach du mal den Tempomat an. Hui. Müssen wir mal einziehen, warte mal. Machen wir nichts. Wir brauchen einfach mal mehr Licht hier. Ich will auch gleich das erste Funkeln sehen. Überhaupt freue ich mich über jeden Kommentar und ich versuche auch meistens, die dann zu beantworten. Es sind irgendwelche Fragen, die, keine Ahnung, der Logik widersprechen oder schon tausendmal im Video beantwortet worden sind oder so. Freue mich natürlich auch, wenn ihr irgendwas wisst und ihr lest das und ich habe es halt noch nicht beantwortet. Könnt ihr gerne mal in die Bresche springen. Da freue ich mich auch drüber, wenn ihr euch da gegenseitig so ein bisschen dann helft. Ne? Warte mal, ich rutsche ab. So. So müsste es besser gehen. Ein bisschen drüber. Das ist eine ganz schöne Menge. Da damals war ich richtig gut gebuddelt. Und was mich natürlich auch freut, wenn das Video euch ge... Gold? Hab ich da gerade... Warte mal. Hab ich da Gold gesehen? Hm, nee. Das bildet man sich wahrscheinlich dann schon ein, dass es da blinzelt, ne? Naja, jedenfalls, wenn euch die Videos gefallen... wird es mir auch gefallen. Also ihr macht das in letzter Zeit auf jeden Fall immer mehr und das freut mich auch wirklich unheimlich, weil so der ganze Lohn für die, was heißt für die Mühe, macht mir natürlich auch Spaß, ne? Und die Integration mit euch macht Spaß und ja, auf jeden Fall freut es mich dann ungemein über jeden Daumenklick nach oben. Das hilft auch den Kanal weiter. Und da, wie gesagt, ist ja keine große Mühe von euch, einfach da mal so einen Klick da zu lassen. Das ist wirklich... Hui, ich fahre hier noch kaputt. Das ist schon wieder, bin ich hier im Tempomaten dran. Den muss ich jetzt nochmal runterstellen, warte mal. Ich spiele hier mit der Seitekonsole.
und die ist so empfindlich, bei mir zumindest, ne? Ich weiß nicht, wie das bei anderen ist, dass du da wirklich nur so anhauchst, dann ist das Ding drin. So. Ich habe da jetzt gar nichts auf der Schaufel drauf. Gut, YouTube, ich muss es hier erstmal Schluss machen. Ich danke euch fürs Zuschauen und wie gesagt, danke euch für die Daumen und wir sehen uns dann spätestens morgen wieder. Ich hoffe, wir haben das Ding dann da draußen und diskutiert mal mit gerne über die Windkraftanlage, wo sie vielleicht hin könnte, wo es auch gut aussieht, ne? Ich werde auch mal ein bisschen suchen und vielleicht kommen wir da irgendwie zusammen. Und übrigens, warte mal, soll ich mal kurz gucken? Ist heute eh ein bisschen länger, aber wir haben ja Feiertag. Warte mal. Ich gucke nochmal nach der anderen Abstimmung. Da habe ich euch das noch nicht gesagt, was dabei genau rausgekommen ist wegen dem Düngen. Ne? Da würde ich jetzt ganz gerne nochmal die Prozente jetzt mitgeben. Jetzt finde ich das auf die Schnelle nicht. Vielleicht stelle ich auch das Bild einfach nochmal auf Facebook. Da sind wir auch vertreten. Zumindest versuche ich das gerade so ein bisschen auszubauen. Da würde ich mich auch freuen, wenn ihr Facebook habt, vielleicht mal vorbeischaut. So, nee, finde ich jetzt nicht. Sprechen wir noch drüber. Ne? Da geht nichts unter, ist ja nichts und irgendwie, ne? Was ich hier sage, das und das ist rausgekommen und ist gar nicht so. Das machen wir natürlich nicht. YouTube, euch noch einen schönen Resttag. Legt euch in die Sonne, wo bei uns es gerade bewölkt. Naja, sonst kann man zur Not ein bisschen LS spielen. Macht's gut, ciao. Mein Schatz.